Wer ist da schneller? Ja. Ah. Sieh einer an. So, mal sehen, ob wir jetzt was am Katapult machen können. So. Jetzt schauen wir mal. Ah. Na, 1-1. Er ist weg. Okay, das schafft er nicht. Einer hat es anscheinend reingeschafft. Ah, einen Schlag würde er noch benötigen. Ne. Ne, schafft er nicht. Jetzt ist er weg. Okay, das könnte uns jetzt tatsächlich ein paar Soldaten kosten. Der ist weg. Hier kommt ein Gold. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Greift er an? Die haben noch Goldkrieger. Alter, leck mich fett. Wir müssen ja auf jeden Fall oben bleiben und das kontrollieren. Da laufen überall Goldkrieger rum. Spinnst du? Steht hier irgendeine Gefahr? Nö, noch nicht. Ich passe gerade hier oben ein bisschen auf den, auf das Katapult auf. Ja, jetzt kommt's. Nee. Nee, mach ich nicht. Das ist... Die haben, glaube ich, schon wieder angegriffen, oder? Kann es sein? Boah, spannende Sache. Spannende Sache hier gerade. Das können wir so beibehalten. Nee, hier will ich schon Gold drin haben und hier eigentlich auch. Soldaten haben wir gerade keine hier. Die dürften auch sehr bald gebracht werden, oder? Gold? Soldaten, sehr schön. Und viel Gold, sehr viel Gold. Okay, fangen wir mal hier vorsichtig an mit dem Abbau des wertvollen Erzes. Der baut jetzt hier wieder. Ist das... Ich hoffe, er baut eine Wachstube hin. Das ist nämlich schon sehr nah und so könnten wir das Katapult langsam down bekommen. Mit viel Geduld. Boah. Scheiße. Kommt der zur Verteidigung? Ja, da komme ich zur Verteidigung. Entschuldigung. Oh, das wird spannend. Schickt jetzt schon... was war das für ein Bug? Er schickt jetzt schon stärkere Soldaten. So, nee, der ist immer noch nicht down. Hä, what the fuck? Das sind das Silbersoldaten oder ist das Bronze? Ich, also, Unteroffiziere oder Offiziere? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es sind Offiziere. Dann wird er oben sterben, ja. Ist auch vollkommen legitim. Was, du regst dich nicht über den Tod deiner Soldaten auf? Naja, komm. Wir werden angegriffen, oder? Ich reg mich ja in die Siedler 1 immer so auf, dass es so ein Schwachsinn ist, dass Generäle teilweise von Unteroffizieren und Gefreiten zerlegt werden und deswegen ist das vollkommen in Ordnung. So, hier oben kriegt unser ganz schön auf den Sack. Das ist nicht so doll. Das gibt's ja nicht. Das kotzt mich jetzt wiederum an. Wenn der hier durchmarschiert, dann werde ich pissig. Ah, jetzt hat er ihn, okay. Jetzt kommt ein Goldsoldat. Boah, jetzt wollen sie es richtig wissen, gell.
Da versteht jemand gar keinen Spaß mehr. Der schickt wirklich alles, was er hat jetzt. So. Ah ne, sie bauen hier die Bahn. Ärgerlich. Was treiben die denn da? Haben wir noch Soldaten? Schickt ihr noch Soldaten? Ja, gut, die schicken noch Soldaten. Sehr schön. Okay, das wird vermutlich... Die Baracke wird weg sein. Das werden wir nicht verhindern können. Oh Gott, okay, hier ist dann... Hier haben wir dann was, oder? Ist hier irgendwas Schlimmes? Nee. Passt. Ah, schick mal doch ein bisschen Gold hier überall hin. Weil die wollen schon noch richtig Ärger haben. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade die ganze Zeit die Dinge verdecke. Eieiei. Weil Gold sammeln tun die nicht. Nee, das ist schon mal gut, wenn der... Also wenn... Ja, jetzt ist er weg. Nein, er schafft's noch. Ach krass, aber den kann er eigentlich nicht noch zusätzlich besiegen. Da würde ich mich ja mega aufregen, wenn das der Fall jetzt wäre. Jetzt ist er... Oh, da kommt noch einer. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ja gut, wir können dann doch anscheinend unsere Stellungen halten. Das ist gut. Das ist sehr... Ja, die greifen jetzt nur noch an, vermutlich. Hier kommt noch ein Goldsoldat. Alter. Freunde. Ist doch auch jetzt genug, oder? Wir werden angegriffen. Ja, ich hab's gesehen, mein Lieber. Ein Soldat kommt zur Hilfe. Hier oben kämpfen die Generäle. Ah, ist schon weg. Ja, muss der auch mal passieren, dass eine unserer schwächsten Einheiten... Boah, jetzt haben sie uns aber böse gegeben, gell? Ah, ja, es ist... Die Front hier ist ein bisschen komplizierter. Ganz zu sch... Also... Wenn wir jetzt mal von der gelben Front wegsehen. Alles ist schon wieder eine halbe Stunde um. Die einfach nur scheiße ist. Wegen diesem Dreckskatapult hier. Ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Wie sieht es mittlerweile mit Soldaten aus? Wir haben ja gar keine mehr. Die werden ja ständig runter verschifft. Deine Militärmacht. Ja, ja, wir haben jetzt aber auch einen mächtigen Abbruch. Wir müssen unbedingt unsere Soldaten jetzt wieder ausbilden. Und wenn wir das haben, können wir uns überlegen, wieder ein bisschen gröber zu werden. Die haben auf jeden Fall kein Gold. Das ist schon mal, das ist die gute Nachricht. Was soll das denn hier? Och. Was sollen wir machen? Was sollen wir hier machen? Jetzt hat er hier auf einmal drei Männer drin. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich weiß nicht, ob... Nee, der greift an.
Nee, der greift an. Ach, leck mich. Ja, gut, soll er machen. Da sind drei Generäle drin, das kann er gerne probieren. Hier unten hat sich jetzt ein bisschen erholt, oder ist ein bisschen Ruhe eingekehrt? Ja, gerade wo ich sag, kommt der nächste angerauscht. Aber wir sind eigentlich überall, ja, hier sieht's gut aus, hier sieht's auch gut aus, zumindest immer ein General drin. Hier, okay, ein Offizier und hier auch ein General, sehr schön. Eisen gefunden, das hatte ich erwartet. Noch mehr Eisen gefunden. Ja, das ist wurscht. Mal sehen. Wie sieht's hier aus? Der ist tot, oder? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wie sieht's... So, ich will jetzt hier einen Betriebsstopp. Wie sieht's mit Eisenerz aus? Hier haben wir 0 drin. Hier haben wir 0 drin. Hier haben wir 17 drin. Eisen wird reichlich produziert. Ich möchte jetzt... Das ist eigentlich ein Feld. Okay. Ich will noch eine zweite Schmiede bauen. Wir brauchen noch mehr Soldaten. So, jetzt haben wir ein bisschen was hier. Zweite ist ein General. Na, das passt. So sollten wir auf jeden Fall die Wachstube wieder einnehmen. Ja, unsere Militärmacht nimmt jetzt wieder schlagartig zu. Seine erholt sich aber auch langsam. Okay, er schickt einige Männer zur Verteidigung. Boah, so viel Kampf, das hat was. Hat was, richtig Action. So, ah nee, er kommt zur Verteidigung, okay. Boah. Der erste ist weg, jetzt kommt der Verteidiger raus. Hier wird es auch noch zum Zweikampf kommen. Sollten wir eigentlich alles schaffen. Wobei sich hier, der stellt sich ein bisschen an, aber der hat es jetzt auch. So. Alle weg. Und wir machen gleich weiter, weil der will hier einen Katapult bauen. Was? Was? Was passiert hier? Lass dich nicht abfangen. Lass dich jetzt ja nicht abfangen. Nee, macht auch nicht. Oh Gott. Ciao. Was, welches Bergwerk ist verbraucht? Das hier, okay. Ciao. Ist jetzt aber gerade nicht so wichtig. Nein, die dürfen da noch eingreifen. Warum? Und wo greifen die denn an? Hey, was geht da denn ab? Die können einfach hier unten angreifen. Das ist viel zu weit weg. Ah ja, gut ist aber, ja. Sollten wir aber hinbekommen. Der hat sich zum Glück ganz schnell ausgebildet weiter.
Ja, doch, den haben wir jetzt gut wehgetan. Den haben wir auch gut... Das hat sie gut Soldaten gekostet. Der ganze Spaß hier. Der Angriff war auch ziemlich dämlich, muss ich sagen. Hier brauchen wir tatsächlich überall Gold, weil wir müssen uns schützen. Ich sehe hier noch kein Ende. Ich wüsste auch nicht, welcher Punkt strategisch besonders geschickt ist. Wie sieht es denn hier mit Rohstoffen aus? Wir sind ja eigentlich ganz gut aufgestellt, gell? Boah, hör mir auf. Was die an Soldaten immer in den Kampf schicken. Die haben hier überall Wachtürme, das ist logisch. Wie sieht's hier oben aus mit dem Katapult? Wird langsam, okay. Schmiede ist auch bald fertig, okay. Naja, ich hab's gesehen. Es eilen einige Soldaten zur Verteidigung. Das sind ja zum Glück alles nur Rekruten, die der schickt. Ist schon übel, was der mit seinen Soldaten macht, ne? Das ist schon sehr heftig. Das ist, ja, benutzt die wie Kanonenfutter. Entsprechend stirbt auch einer nach dem anderen. Also das ist schon demoralisierend. So, jetzt kommt der nächste Angriff hier unten. So, machen wir mal einen Katapult hin. Okay, zwei Soldaten kommen. Jetzt kommen von hier noch ein Haufen Männer. Alter Schwede. Oh, da kommt sogar ein... Oh, shit. Jetzt hat es unsere ganzen Bergwerke langsam, oder? Ja, wird spannend hier. Oh, der hat den General getötet. Oh, das tut ihm natürlich richtig weh. Für jemanden, der kein Gold abbauen kann, brauche ich, denke ich, nicht zu erklären, ist so ein Verlust extrem. Boah, macht der das stark. Macht der das stark. Der Offizier, spinnst du. So, jetzt sind neue Soldaten gekommen, sehr schön. Bei ihm sind auch schon neue wieder da. Der verscherbelt die wie auf dem Flohmarkt. Ganz krass. Ja, der baut hier Kohle ab. Ich weiß nicht, ob wir ihm das langsam mal nehmen sollten. Wir suchen hier oben auf jeden Fall die Gegend noch weiter nach Kohle ab, aber ich glaube, das Gebirge ist aufgebraucht, ansonsten haben wir hier eigentlich noch Kohle. Oh shit. Die sind alle aufgebraucht. Da habe ich mich schon ewig nicht mehr drum gekümmert. Danke. Danke sehr für diesen Tipp jetzt noch. Gut, räumen wir hier mal ein bisschen auf. Ja gut. Kann man nicht machen. Wir werden angegriffen, ja. Was ist hier denn los? Ja gut, das Gebäude ist weg, ne? Er hat ja auch seine restliche Goldkriegerarmee zu Hilfe geholt. Hier oben der Kampf sieht bisher, was ich gesehen habe, ganz gut aus. Das war ihm was wert, ja. Oh Gott, hätte ich mal die Fresse gehalten, ne? Er kriegt ihn nicht down. Er stirbt jetzt dann gleich selbst. Jupp. Nein, noch nicht. Er schafft's nicht. Jetzt ist er down. Boah, er hat ihn eigentlich schon. Kohle gefunden. Ja, und die greifen weiter an. Ey, die haben richtig Bock.
Ich verfolge immer wieder die Statistik. Ja, seine Einheiten sinken. Das Spiel kann er nicht lange so spielen. Weil der verscherbelt die halt wirklich gerade. Und irgendwann sind halt auch, ja, ich brauch's nicht erklären. Ich meine, ihr seid ja nicht dumm. Aber er ist dumm. Das, was er hier treibt, ist wirklich dämlich. So, probieren wir es so nochmal. Wo greift er denn an? Wasser interessiert keine Sau, mein Lieber. Okay, wir müssen schauen, wie es... Hier ist alles leer, ja. So. Wie sieht's hier aus? Können wir hier neue Kohle abbauen? Ja, können wir. Danke dir, hast gute Dienste geleistet. Alles gut. Ich denke mal, dass unsere ja, Schwein mal genug. Sieht auch gut aus. Wie sieht es generell mit Stroh aus? Ach, stimmt. Stimmt, ja, das ist ja gar kein... Die Mühle ist ja mittlerweile in Stufe 2 Gebäude. Oh Gott, Leute, es geht gut ab jetzt. Kohlebergwerke brauchen wir reichlich, besonders weil wir jetzt 2 Schmiede am Start haben. Hier haben wir noch ein Kohle... Ja. Ja, was machst du, Junge? Da dein Militär ist mittlerweile schon schwächer. Deine Militärmacht ist schwächer als unsere. Das Katapult da oben steht, sehr schön. Ja, der hat einen Haufen Gebäude gebaut, hilft ihm aber alles nichts. Keine weiteren Steinbestände. Ja, Schiffe gibt's reichlich, aber jetzt gehen langsam die Rohstoffe down, ne?